Er hält seiner Generation den Spiegel vor. Mein Gast des Tages, der Autor Michael Nast, schaut auf unser Leben zwischen Netflix und Nachtleben, Instagram und Einsamkeit, Konsum und Krise. Dabei schließt er gern von sich auf andere, was sein Publikum aber nur noch fester an ihn bindet. Um Missverständnisse zwischen Ost und West geht es in seinem neuen Buch Vom Sinn unseres Lebens. Und so richtig bekannt wurde Nast 2015 mit einem Blog über Beziehungsunfähigkeit. Love is in the air. Liebe in der heutigen Zeit. Vom Aussterben bedroht und nur von kurzer Dauer? Für Michael Nast ist die Sache klar. Den 20- bis 40-Jährigen der sogenannten Generation Y diagnostizierte der Autor 2015 eine vermeintliche Beziehungsunfähigkeit. Seine Internetkolumne zum Thema wird einer der erfolgreichsten deutschen Online-Texte des Jahres. Innerhalb weniger Tage klicken mehr als 1 Million Menschen darauf. Die Idee zum Buch ist geboren. Nast, der vor dem Schreiben in der Werbebranche gearbeitet hat, trifft den Nerv der Zeit. Das Buch hält sich 46 Wochen in der Spiegel-Bestsellerliste, davon 11 Wochen lang auf Platz 1. Seine Lesungen sind regelmäßig ausverkauft. Das ist mein Oberkörper. Der gebürtige Ostberliner versucht durch Geschichten aus seinem Freundeskreis das Liebesleben der Generation Y zu definieren. Dabei stehe Selbstverwirklichung der Partnersuche oft im Weg. Dass sich das Liebesleben der Deutschen so verändert hat, liegt seiner Meinung nach auch an den zahlreichen Online-Single-Börsen und Dating-Apps. Sie vergrößern den Pool an möglichen Partnern. Das erhöhe bei vielen wiederum die Ansprüche. Wie sehr das Internet uns verändert, beschreibt Nast auch in seinem neuen Buch Vom Sinn unseres Lebens. Damals musste ich mich als Ostdeutscher in ein bestehendes System einfügen, schreibt Nast. Heute betrifft es uns alle. Wir erleben, wie durch die digitale Revolution etwas vollkommen Neues entsteht. In unserem gefüllten, aber nur selten erfüllten Alltag übersehe man oft, worauf es eigentlich ankomme. Der Titel Vom Sinn unseres Lebens ist inspiriert von dem gleichnamigen Buch, das Michael Nast wie Millionen andere Ostdeutsche feierlich zur Jugendweihe überreicht bekam. 30 Jahre nach dem Mauerfall schaut sich Nast in unserer schnelllebigen Welt um und beschreibt ein Leben zwischen Konsum und Selfie-Wahn, das so ganz anders ist als das, in dem er aufgewachsen ist. Ja, schön, dass Sie da sind. Hallo. Es beneiden mich viele. Warum? Naja, weil Sie hier so in den Kreisen ja durchaus einen Ruf haben. Genau. Viele Frauen beneiden mich. Aber ich will vor allen Dingen eigentlich auf die Ost-West-Sache eingehen. Denn das interessiert mich erstmal. Was ist eigentlich Ihre erste Erinnerung an die DDR? Oh Gott. Die erste Erinnerung, das ist ja praktisch die erste Kindheitserinnerung. Also so richtig. Nee, und eine spätere? Also gut, in dem Buch schreiben Sie von Kindheit ein bisschen 14, die Ärzte, Kopien, wo Sie dann selber Ihren Nachnamen mit drauftapen. Ja, die Ärzte habe ich erst mit 12 kennengelernt. Nee, also es ist schon so, dass ich sehr behütet aufgewachsen bin und darum halt auch eine glückliche Kindheit hatte. Und meiner Meinung nach ist halt die Kindheit schon die glücklichste Zeit generell im Leben. Insofern war das, weil ich eine behütete Kindheit hatte, die schönste Zeit eigentlich meines Lebens. Und da erinnern Sie sich aber trotzdem an nichts? Natürlich erinnere ich mich an Sachen, aber meine allererste Erinnerung generell habe ich. Gut, dann eben die zweite, die dritte. Was ist denn, was steht für Sie, für das, was Sie mit der DDR verbinden? Na schon eine gewisse, dieses Behütete meiner Kindheit. Ne? Also das war eine überschaubare Welt. Und es war natürlich auch dann später immer diese Sehnsucht, was hinter der Mauer, diese Sehnsuchtswelt, wo man dahin wollte. So ging es ja dann natürlich auch viel. Ne? Ist ja lustig, weil ich würde auch behaupten, dass ich eine behütete Kindheit hatte, aufgewachsen im Rheinland. Westdeutschland? Ja, genau. Also das wir sind zwei Jahre auseinander. Erzählt. Sie haben mit 14 den Mauerfall verfolgt, ich mit 12, Sie in Ost-Berlin, ich im Rheinland. Lustigerweise schreiben Sie aber in diesem Buch, dass Sie quasi Ihr volles Selbstbewusstsein als Ost-Berliner erst in Köln entfaltet haben. Genau. Weil wir Wessis so wenig wussten. Genau. Also das war ja vorher, eigentlich war es vorher eher, da hatte ich nicht so einen Selbstwert. Oder man hatte nicht so einen Selbstwert als Ostdeutscher, weil es ja praktisch, man wurde eigentlich daran gemessen, wie wenig man als Ostdeutscher erkannt wurde. Ja? Und dann bin ich halt zehn Jahre nach der Wende nach Köln halt gegangen und habe dann halt wirklich so Sachen, also da wurde halt Zone gesagt für die DDR. Und das hat mich echt erschüttert. Ich kannte sowas vorher auch nicht. Ja? Aber mich haben auch erschüttert diese Reiterdenkmäler da auf dieser Brücke. Diese Wilhelminischen, da hat man auch mal gesehen, wie tief eigentlich so Sachen sitzen. Ja, so Staatsbürgerunterricht,
das habe ich ja nie ernst genommen. Da hat man halt eine Eins bekommen, weil man wusste, wie man es machen sollte. Aber sind Sachen, die schon geprägt wurden. Und man wusste halt gar nichts. Ne? Also da gibt es halt diese Geschichte, dass halt viele in meinem Jahrgang halt Michael heißen. Meine These ist ja, weil ein Jahr vorher dieser Song von Nina Hagen herausgekommen ist, Du hast den Farbfilm vergessen. Und meine Eltern haben mich tatsächlich danach benannt. Und meine Kollegen in Köln haben gesagt, warum heißen denn so viele bei euch Michael? Und dann habe ich halt nicht die Wahrheit gesagt, sondern habe ihnen gesagt, naja, im Osten war es so, da wurden pro Jahr immer 3 Jungen- und 3 Mädchennamen zugeteilt. Und anders durfte man die Kinder nicht nennen in diesem Jahr. Darum heißen halt so viele Michael. Und dann haben die Leute das tatsächlich auch geglaubt. Ne? Also heute nicht mehr. Aber da wurde mir klar, wie wenig eigentlich, also Köln ist 500 Kilometer entfernt, aber eigentlich ist es noch viel weiter weg, weil es die Leute einfach nicht betroffen hat. Und was mussten Sie an Ihrem Bild über den Westen, dieses Sehnsuchtsland, korrigieren? Naja, es war, naja, also das ist natürlich dieses Kindliche gewesen, ja, dass ich halt, uns wurde ja damals gesagt, wie sehr die Westdeutschen unter diesem imperialistischen Aggressor sozusagen leiden. Und so haben wir es natürlich nicht gesehen. Also wir hatten halt aus Berlin auch Westfernsehen. Und da haben wir dann halt so Serien, auch wie die Schwarzwaldklinik und so gesehen. Und diese Serien, die haben praktisch geprägt mein Bild, wie der Alltag so in Westdeutschland ist. Ja, dass die Leute alle so diese satten, braunen, gebrannten Gesichter haben, dass sie irgendwie ja, keine Probleme eigentlich haben. Und wenn, dann sind sie vielleicht in 45 Minuten zu lösen. Ich habe es mir auch viel farbiger vorgestellt. Also eigentlich wie in diesen Werbespots. Ich dachte, die Frauen sehen alle aus wie in dieser 3-Wetter-Taff-Werbung damals. Diese Frau mit dieser aufwendigen Frisur. Und dann waren Sie ein bisschen enttäuscht. Genau. Also die Wirklichkeit verschob sich nicht, als ich damals über die U-Bahn-Brücke gelaufen bin. Und ich bin, ja, es war, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich total, also ich habe das ja so angenommen, weil ich ja genau dieser Jahrgang bin, der sozusagen der erste Jahrgang, der als Ostdeutscher, der ein Westabitur gemacht hat. Also ich bin ja richtig so gerutscht oder nicht gedriftet sozusagen. Ja. Und jetzt wollen Sie ja mit Ihrem Buch auch im Prinzip so einen Beitrag leisten, dass wir uns mehr darüber austauschen. Na, mit dem Buch ist es, ja klar, also, aber das heißt ja nicht umsonst vom Sinn unseres Lebens. Also es ist ja eher ein Aufhänger, die Situation. Also also es gab halt 2 Brüche in meinem Leben. Ja? Ich dachte lange Zeit, es wird nur diesen einen großen Bruch geben, der Mauerfall. Und vor ein paar Jahren habe ich dann so mitgekriegt, Moment, durch diese digitale Revolution kommen wir schon wieder in, das ist der neue große Bruch in meinem Leben. Ja, und da schreiben Sie sogar, dass das die Diktatur der Ablenkung ist. Ne? In der wir uns aufhalten. Ja, die Leute halten sich ja selber nicht mehr aus. Also das Problem ist, dass die Leute nur am Handy hängen, ja, oder Netflix-Serien gucken oder was weiß ich, das ist, oder auf Partys gehen weil sie sich halt, sie halten sich aber selber wie nicht hält mehr denn aus. Michael Nast aus? Tja, Michael Nast beschäftigt sich, ich liebe es übrigens, wenn man von sich in der dritten Person redet, es ist halt so, dass ich mich in meinen Texten, die ja wirklich sehr, für mich eine sehr selbsttherapeutische Funktion haben, also die sind auch viel reifer als ich, ja, also, oder vielleicht sogar intelligenter als ich, aber weil ich mich in dem Moment damit beschäftige und da halte ich mich schon sehr aus. Und es ist schon krass, wie ich, also muss ich auch selber sagen, wie ich mich da, da tut es schon weh, wie ich mich da auch beleuchte, ja. Und ja, auch der Leserin, würde ich mal sagen. Also manches will ich gar nicht wissen, wie Sie zum Beispiel eine mögliche Geburt Ihres noch nicht konzipierten Kindes dann von oben filmen. Nein, das möchte ich nicht wissen. Also das, in dem Text geht es halt darum, dass die Leute halt, dass praktisch die Technik die Kontrolle übernommen hat. Also dass wir praktisch alles filmen, jeden Moment unseres Lebens irgendwie dokumentieren, um es irgendwie zu posten. Das waren halt Freunde von mir, die halt dann gesagt haben, der größte Fehler bei der Geburt war, nicht genug gefilmt zu haben. Genau, aber Sie schreiben in Ihrem Buch auch ganz schön viele Dinge, wo ich denke, hat das jetzt noch mit Ost und West zu tun? Oder ist das nicht eher so, dass Michael Nast ein bisschen sich bei uns ausweint? Nö, das ist kein nee, überhaupt nicht. Also Selbstmitleid ist mir fremd. Und ich glaube auch nicht, dass das irgendwie selbstmitleidige Texte sind. Es ist, ich schreibe halt, wie es ist. Also schon gnadenlos ehrlich. Und dieses Ost-West-Ding, es ist eigentlich so, dass ich denke, man hat schon ein bisschen einen anderen Blick. Ich habe 14 Jahre in Ost-Berlin, bin da aufgewachsen. Und ich habe ein bisschen einen anderen Blick auf die Dinge, als jemand, der, sagen wir mal, hier also ein Leben lang nichts anderes kennengelernt hat. Ja? Und ich denke auch, dass
jetzt ist es halt so, dass die Sehnsüchte vieler Leute interessanterweise Dinge sind, die halt im Osten, zwischen den Ostdeutschen kultiviert wurden. Bedingt durch das System, bedingt durch diese Allgegenwart des Staates. Da hat man sich nicht zurückgezogen in eine Nische, in seine Nische. Das war auch noch ein bisschen spießig, oder ziemlich spießig sogar. Aber es war so, dass die Leute es als Wohlstand empfunden haben, einfach mal also soziale Bindungen zu pflegen, die Familie, einen Freundeskreis aufzubauen. Mein Erfolg wurde nicht anhand von Geld gemessen oder anhand von Geldes gemessen, weil... Das heißt, Sie sind auch ein bisschen nostalgisch, das haben Sie am Anfang schon gesagt. Vielleicht beziehen wir das mal so ein bisschen ein, denn es gibt ja so Treffpunkte zwischen Ost und West, die auch schon sehr lange Zeit da sind. Ich spreche von einem Ort, wo man sich tanzend begegnet. Hier bewegen sich die Gäste mit einem Tanzbein in der Geschichte. Beim Swingabend in Klärchens Ballhaus wird heute noch fast genauso gefeiert wie vor mehr als 100 Jahren. Das ist noch das alte Berlin. Ne? Also Berlin hat so ein bisschen den Charme verloren, finde ich, und hier findet man den wieder. Ja, die Patina tropft noch von den Wänden. Und wir sind jetzt schon seit 10 Jahren hier regelmäßig zu Gast. Und das ist eine Institution in Berlin-Mitte. Es ist eine große Familie. Man kennt sich über die Jahre. Jeder kommt jeder regelmäßig hierher. Und das ist schön. Seit 6 Jahrzehnten ist Sigi Marquardt Stammgast. Er lebt in West-Berlin. Das Ballhaus liegt im Osten. Selbst nach dem Mauerbau 1961 kommt er regelmäßig hierher und nimmt dafür Grenzkontrollen in Kauf. Da muss man über die Grenze, Friedrichstraße, hat man einen Passierschein gekriegt, muss man da, und abends um 24 Uhr muss man wieder zurück sein, oder 0 Uhr. Heute ist das Tanzlokal mit Restaurant in Berlin-Mitte bei Einheimischen und Touristen beliebt. Zur Geschichte des Ballhauses hat Autorin Marion Kiso jahrelang recherchiert und dafür mit vielen Zeitzeugen gesprochen, die zu DDR-Zeiten hier waren, als Berlin in Ost und West geteilt war. Man kann sich ja heute gar nicht mehr vorstellen, dass man mitten durch eine Stadt eine Mauer zieht. Trotzdem ist es hier ein Ort, an dem Deutsche Ost und Deutsche West sich sehr, sehr nahe gekommen sind. Denn Musik und Tanz und Alkohol, all das bringt die Menschen zusammen. 1913 eröffnet Clara Bühler das Ballhaus zusammen mit ihrem Mann als Vergnügungsort für Berliner aus allen Gesellschaftsschichten. Das Klärchens hat 2 Weltkriege und die deutsche Teilung überstanden und sich kaum verändert. Anders die Umgebung. Die Auguststraße ist heute eine teure Wohn- und Einkaufsgegend. Im geteilten Berlin wohnten um das Ballhaus herum einfache Leute. Es war mal eine ganz normale Straße mit vielen kleinen Geschäften, mit Häusern aus unterschiedlichen Zeiten und hat sich jetzt in der letzten Zeit eben sehr stark gewandelt, weil hier, ja, jetzt sind sehr viele junge Leute hierher gezogen, die alten Geschäfte haben zugemacht, es sind viele Galerien da, aber trotzdem gibt es eben noch sowas wie Klärchens Ballhaus, das ist noch so. Das Ballhaus ist sich immer treu geblieben. Auch nach dem Mauerfall 1989 feiern weiter Besucher aus Ost und West zusammen. Allerdings, ab Januar ist erstmal Schluss. Das Haus hat einen neuen Eigentümer, der sanieren will. Stammgast Sigi Marquardt hofft, dass es danach weitergeht wie immer. Wir möchten einfach hier bleiben und einfach swingen, weiter tanzen, wie früher, wie Omas Zeiten sozusagen. Klärchens Ballhaus entführt seine Besucher in eine längst vergangene Zeit, in ein vergangenes Berlin. Noch immer verbindet hier der Tanz die Menschen, wie zu allen Zeiten bei Klärchens. So, lieber Klärchens Ballhaus oder lieber Berghain? Schon lieber Klärchens. Ich mag. Warum? Na, Berghain ist nicht meine. Also, ich mag auch diese Musikrichtung nicht. Also, ich mag Techno nicht. Mhm, gut. Ich mag Songcharakter. Okay. Lieber Mama oder Papa? Also ich erkläre mal ein bisschen. Mir ist aufgefallen, dass Ihr Vater erst auf Seite 90 ins Spiel kommt, wohingegen Mama so eine totale Instanz ist. Naja, es ist Mama, weil mein leiblicher Vater, also die haben sich getrennt, als ich so in der ersten Klasse war. Das ist mein Stiefvater sozusagen. Mhm. Und auf Instagram, da sind ganz viele Bilder von Ihnen. Mhm. Und man sieht aber nie Ihre Zähne. Schämen Sie sich dafür? Ich weiß auch nicht. Also es gibt Fotos mit Lachen und Zähnen, die ich... Gut, nee, es war so. Ich hatte... der eine kleine Zahn hier ist so ein bisschen verkümmert. Und den habe ich mir jetzt aufsetzen lassen, sozusagen eine Krone. Und ich hatte
mein Leben lang ein Komplex während dieses einen kleinen Zahns. Ja? Und jetzt könnte ich eigentlich lachen, aber es ist halt noch so drin immer. Aber es gibt Fotos von mir, da finde ich, dass ich ganz gut aus mit Lachen, also richtig lachend. Auf einer Skala von 1 wenig bis 10 viel, wie urteilsfreudig sind Sie? Also meinungsmäßig schon 8. Und wie gut halten Sie es aus, wenn andere über Sie urteilen? Es kommt drauf an, wer es macht. Wer darf denn? Mama? Es gibt, also jetzt sag mal, Text zum Beispiel, da vertraue ich halt auf Urteile von Leuten, die sich auskennen. Mhm. Wir müssen halt eine Kompetenz haben. Ja. Woran scheitert Ihr, zumindest lang in die Öffentlichkeit getragener Wunsch, Vater zu werden? Der scheitert daran, dass ich halt offensichtlich nicht so richtig in der Lage bin. ich habe ein Buch geschrieben, das heißt Generation beziehungsunfähig. Und ich bin schon in gewisser Weise bindungsunfähig. Hat mir gerade gestern ein Kumpel gesagt, als wir telefoniert haben. Und im Alter wird man ja nicht unbedingt kompromissloser noch. Also es wird eigentlich immer schlimmer. Dann haben Sie damit schon abgeschlossen? Nee, überhaupt nicht. Okay, das verstehe ich jetzt mal als ich glaube so eine noch Art. An die große, ich glaube an mehrere große Lieben im Leben. Und ich bin überzeugt, ich bin auch ganz entspannt, muss ich gestehen. Das ist, und also, dass ich Vater wurde, das habe ich irgendwann mal im Interview gesagt, dass es langsam Zeit wird. Und das war irgendwie ein Sommerloch und dann ist die PR-Meldung gewesen. Und plötzlich stand in allen Zeitungen, Michael Nast will Vater werden. Und dann, das hat auch einen Druck aufgebaut auf die Frau, mit der ich mich zu der Zeit getroffen habe, natürlich. Mhm. Ich danke Ihnen, dass Sie offen waren hier im Gespräch. Ja. Danke für den Besuch im Tag, Michael Nast.